Ja, ich hoffe, es macht Spaß und dass ihr so ein bisschen lernt, wie man herangeht an solche Problematiken, die man hat. Eben über diese tolle Suche bei Google können wir das machen. Ich drücke hier nochmal drauf auf die Startseite. Und ich sagte ja, wir wollen die Schriftgröße eingeben. Also wir tippen mal das Wort ein. Schriftgröße HTML, das ist ja unsere Programmiersprache. Und dann sehen wir schon wieder einen Hinweis. Die Schriftgröße legen Sie per HTML mit dem Font Size fest. Dabei ersetzen Sie die Punkte mit einem Wert zwischen 0 und 7. Geben Sie den Wert als Zahl ein, zum Beispiel Font Size 3. Ach, schaut mal, es gibt offenbar zu dem Tag Font, was wir schon besprochen hatten, nicht nur das Attribut Color, sondern es gibt noch ein Attribut und das nennt sich Size, Größe. Das bedeutet also, Tags können offenbar mehrere Attribute erhalten. Oh, wie spannend. Also, wir gucken mal, ob wir das hier erweitert bekommen. Wir schreiben mal hin, Size gleich und in Anführungszeichen nehmen wir mal den maximalen Wert von 7, der da geschrieben worden ist. Das Tolle ist, wir haben diesen Befehl Font hier einfach um die Attribute ergänzt. Wir müssen hier hinten noch nichts mehr schließen. Wir speichern das nun mal ab und gucken mal, wenn wir es hier neu laden, was passiert. Wow, eine große Schrift haben wir da. Und das heißt, wir können diese Attribute verändern. Wir können hier hinschreiben Blue. Und wir können hier auch hinschreiben 4. Speichern das ab, laden das neu und schon haben wir eine andere Schrift in Blau. Mal gucken, was ist denn 1? Das heißt, 1 ist so eine kleine Schrift. Also, wir können hier offenbar unterschiedliche Schriftgrößen und Farben definieren mit dem Font-Tag. So, und jetzt finde ich, ist das schon das Programmieren. Ja? Also, stellt euch vor, ihr macht so ein Programm, wir fragen den Anwender, gib uns mal die Farbe und die Schriftgröße vor, die du gerne dargestellt haben willst. Und anschließend tragen wir die hier ein und stellen die da. Die Frage ist nur, wie können wir was abfragen von dem Benutzer? Soweit sind wir aber noch lange nicht, dass wir das hinbekommen. Und wie können wir es da auch nachher eintragen? Aber irgendwann wollen wir das können. Und deswegen müssen wir uns dahin arbeiten, dass wir das auch hinbekommen. Aber wir müssen Grundlagen kennenlernen und die sind erstmal zu verstehen, was machen die Befehle, was gibt es für Attribute. Aber ich sage es gleich, wir werden in diesem Kurs nicht alle HTML-Befehle durchgehen. Denn dann würden wir hier noch ein halbes Jahr sitzen und dann würdet ihr Befehle oder ja, Tags kennenlernen, die total uninteressant sind, die auch gar keine Rolle spielen. Wir wollen es spaßig behalten und verzichten auf einen großen Teil der Befehle und immer dann, wenn wir was brauchen, suchen wir uns die zusammen und basteln die hier rein. Aber erstmal sind wir mit dem, was wir hier gestaltet haben, doch ganz zufrieden. Jetzt gleich werden wir aber etwas machen. Ja, da werden wir schon zum ersten Mal einen neuen Bereich kennenlernen, nämlich diese CSS-Geschichten. Habt ihr eben schon gelesen? Denn man hat sich irgendwann mal was zusätzlich zu HTML einfallen lassen. Und das hat etwas mit den Absatzstilen, die wir in Pages auch haben, zu tun. Und wer die Pages-Kurse, Numbers-Kurse und Keynote-Kurse bei mir schon geguckt hat, der weiß, dass ich euch immer erklärt habe, wie man diese Absatzstile definiert. Also für bestimmte Bereiche Überschriften definiert, Texte definiert und so weiter. Und da das so eine fantastische Art ist der Darstellung, hat man sich das auch überlegt, das in HTML einzubauen. Denn stellt euch mal vor, ihr habt jetzt Überschriften in eurem Dokument immer in blauer Schrift und immer in der Größe 5. Ja, da müsstet ihr immer diesen Befehl absetzen, wenn ihr eine Überschrift schreiben wollt. Ja, das ist natürlich sehr praktisch und geht auch jederzeit. Aber wenn wir 1000 Überschriften haben, dann wird es lustig. Ja, wenn wir dann nämlich plötzlich sagen, pass mal auf, blau ist blöd, nimm mal rot als Überschrift und auch die Schriftgröße 5 ist doof, nimm mal die 7 wieder. Dann müssen wir über 1000 Überschriften in unserem Dokument durcharbeiten und überall Rot und 7 reinschreiben an der Stelle. Und da haben selbst die Programmierer gemerkt, dass das der absolute Wahnsinn ist und der völlige Blödsinn. Deswegen haben sie sich überlegt, müssen wir was anderes machen. Und da kam man auf die Idee, diese HTML-Sprache durch CSS zu ergänzen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns im nächsten Video an.